Hallo, ich bin Jo und heute gebe ich euch wieder den Wir beschäftigen uns heute mit dem Filmjahr 1924, als die CBC Distribution Corporation zu Columbia Pictures wurde. Und damals wurde die Metro Pictures Corporation und die Goldwyn Pictures Corporation und die Louis B. Mayer Pictures zusammengefügt zu Metro-Goldwyn-Mayer. Oh ja, das war ein gutes Jahr. Damals wurde schließlich auch noch Marlon Brando geboren, ein Schauspieler, oder Charlton Heston, auch ein großer Schauspieler, oder auch Henry Mancini. Das ist der Komponist von In dem Jahr gab es übrigens aber auch ein Leinwanddebüt, das doch erwähnenswert ist, und zwar von Clark Gable, auch genannt der King of Hollywood, und sein Debüt fand in White Man statt. Der erfolgreichste Film in diesem Jahr war übrigens The Seahawk. Ich möchte allerdings über einen anderen Film aus diesem Jahr sprechen, einen, der die Filmkunst unheimlich weitergebracht hat, namens Der letzte Mann. Es ist ein deutscher Film, deswegen heißt er im Original Der letzte Mann. Es ist ein Drama von 87 Minuten Länge. In einer restaurierten Fassung von 2003 allerdings ist dieser Film 101 Minute lang. Ja, wurde aus drei verschiedenen Fassungen dann zusammengebaut. Der Film kam am 23. Dezember, also kurz vor Weihnachten in diesem Jahr raus und entstand unter der Regie von Friedrich Wilhelm Murnau. Oh yeah! Nach ihm wurde diese große Stiftung benannt, die heute noch uns Filmkunst restauriert, bewahrt, zugänglich macht und die Filmkunst an und für sich zu etablieren sucht. Produktionsgesellschaft war Union Film, eine Tochtergesellschaft der UFA. Und Produzent war Erich Pommer. Ach ja, und das Drehbuch stammt von Karl Mayer. Zum Cast. Emil Jannings gibt den Hotelportier. Mali Del Schaft gibt seine Nichte. Max Hiller ist ihr Bräutigam. Georg John ist der Nachtwächter. Und Hans Unterkircher der Hotelmanager. Und natürlich noch ein paar mehr. Aber wir belassen es dabei und ich mach mal eine Zusammenfassung. Ich setz mich hin und erkläre den Film. Unser Portier arbeitet im Hotel Atlantik in Berlin. Er bringt die Leute beispielsweise trockenen Fußes bis zum Eingang und trägt auch deren Gepäck und so weiter. Er ist schick in seiner Uniform unterwegs, immer höflich, immer engagiert und sehr, sehr freundlich. Bei schwerem, schwerem Gepäck merkt er dann doch sein Alter und schwächelt mal kurz, muss sich kurz hinsetzen. Und das sieht der Chef, der Manager. Aber ja, wenn er abends nach Hause kommt in sein Arbeiterviertel mit seiner Uniform, da bekommt er sehr viel Respekt von allen. Er ist ein angesehener Mann bei sich zu Hause. Wir lernen auch seine Nichte kennen, die gerade ihre eigene Hochzeit vorbereitet. Und er hat wohl ein bisschen Mühe loszulassen. Und er geht, wie man sieht, jeden Tag stolz zur Arbeit. Ist auch sehr nett zu den Nachbarn, zu den Nachbarskindern. Wirklich ein gutes, einfaches, aber gutes Leben. Als er nächsten Tags bei der Arbeit erscheint, begegnet ihm ein junger, neuer Portier. Was ist denn los? Und er wird zum Chef zitiert. Der gibt ihm einen Brief, in dem steht, ja, Sie haben jetzt lange bei uns gearbeitet, deswegen gucken wir, dass wir Sie weiterhin beschäftigen können. Allerdings andernorts, da wo der älteste Mitarbeiter gearbeitet hat, den schicken wir in ein Heim und Sie können seine Stelle haben. Das heißt, eine Stelle ohne diese schöne Uniform, die er dann abgeben muss. Das ist hart, daran hängt sein Image, der Respekt, alles. Deswegen klaut er die Uniform und zieht sie an, um abends nach Hause zu gehen. Und hofft natürlich, dass keiner seine Degradierung bemerkt. Zu Hause hat die Nichte geheiratet und das ganze Viertel feiert bei ihnen zu Hause. Und er trinkt auch ein bisschen viel. Ja, Frust trinken. Daraus resultiert dann auch ein seltsamer Traum. Nächsten Tags mit heftigem Kater geht unser Exportier wieder zur Arbeit. Natürlich in der Uniform,
aber er gibt sie am Bahnhof ab in ein Schließfach und geht halt zu seiner neuen Arbeit mit dem neuen einfachen Kittel. Sein neuer Job ist Dienst auf der Herrentoilette. Die Tante des Bräutigams, die will ihn überraschen und ihm was zu essen vorbeibringen und merkt, da ist ein anderer Portier. Wo ist denn unserer? Und sie findet raus, wo er steckt. Sie entdeckt ihn in der Herrentoilette. Damit ist es aufgeflogen. Er sieht seine Felle davon schwimmen. Und er muss trotzdem weiterarbeiten. Schon kommt der nächste Kunde. Sie rennt weg, rennt nach Haus und erzählt das der Nichte. Natürlich lauscht die Nachbarin und die muss es natürlich dem ganzen Viertel erzählen. Das macht die Runde so schnell. Abends, was kann unser Ex-Portier anderes tun? Er holt seine Uniform und zieht die wieder an, um in sein Quartier zu gehen. Aber der Atmosphärenwechsel zeigt ganz klar, wow, jeder weiß es, jeder. An jedem Fenster, überall, die Leute lachen. Das nennt man, glaube ich, Spießrutenlauf. Als er zu Hause ankommt, ist dieses Zuhause leer. Seine Familie hat ihn verlassen. Er findet die ganze Sippe ein paar Stockwerke weiter oben in der Wohnung des Bräutigams. Und auch wenn er kurz rein darf, diese Blicke sagen alles. Wo soll er jetzt hin? Er schleicht sich zurück ins Hotel zum Nachtwächter und er gibt ihm die Uniform. Weil was soll er jetzt mit der noch tun? Seine Reputation ist ja schon in die Brüche gegangen. Der Nachtwächter nimmt sie an sich und hängt sie zurück, sodass niemand merkt, dass sie weg war. Unser Ex-Portier zieht sich in diese Herrentoilette zurück, auf seinen neuen Arbeitsplatz, völlig in sich zusammengesackt. Und der Nachtwächter deckt ihn mit seinem eigenen Mantel zu. Der ist wirklich der Empathie fähig. Eigentlich wäre hier das Filmende angedacht gewesen, dass er da stirbt. Aber man hat sich für ein weiteres Ende nach dem Ende entschieden. Also, und wir sehen eine Texttafel, auf der steht: Hier sollte der Film eigentlich enden. Im wirklichen Leben würde der unglückliche alte Mann noch kaum etwas anderes zu erwarten haben als den Tod. Doch der Drehbuchautor hatte Mitleid mit ihm und sah ein fast unwahrscheinliches Nachspiel vor. Per Zeitung werden wir eingeführt in die Tatsache, dass ein Millionär auf dieser Toilette gestorben ist und unserem Ex-Portier all sein Vermögen vermacht hat. Also wirklich, Twist! Die Leute finden das ziemlich lustig anscheinend. Wie das Leben so läuft, unser frisch gebackener Millionär geht in diesem Hotel ins Restaurant essen. Richtig fett essen. Das zweite Gedeck soll bleiben und die Mitarbeiter denken sich schon, ja, ja, klar, wer will denn mit dir essen? Der Nachtwächter. Er hat ihn anscheinend neu eingekleidet und sie essen gemeinsam, richtig gediegen. Zwischendrin geht unser Ex-Portier auf die Herrentoilette, also an seinen alten Arbeitsplatz. Und der, der da jetzt arbeitet, bekommt von ihm einiges an Geld zugesteckt. Und er ist so nett und lieb zu ihm. Ja, er weiß halt, wie es ist, da zu arbeiten. Und er ist rundherum einfach großzügig und gibt gerne, gerade der Arbeiterschaft. In dem Sinne, ein Happy End. Ende und dann noch ein Ende. Tiefer fallen, hoch hinaus. Wollen wir drüber reden? Okay. Zu den Details. Erstmal möchte ich über das Ende sprechen, weil das ist noch am frischesten. Ja, dieser Epilog, der war eigentlich nicht geplant, weder vom Drehbuchautor noch vom Regisseur. Die Produktionsfirma fand, ihr könnt ihn nicht einfach da dann sterben lassen. Der hätte sterben sollen, der arme Portier. Das muss anders laufen, so können wir den nicht rausgeben. Deswegen haben sie dann den letzten Part noch hinzugefügt. Man könnte es als überspitzt ansehen oder ironisch, ein bisschen ironisch ist es schon. Aber sie haben es so stark in die andere Richtung dann schnellen lassen, sein Schicksal, um eben aufzuzeigen, wenn du heute ganz oben bist, kannst du morgen ganz unten sein. Und vielleicht bist du dann übermorgen schon wieder ganz oben. Wer weiß. Dieser Film gilt als der Höhepunkt des deutschen Expressionismus. Heißt, hier geht es vor allem um den Stil, den visuellen Stil des Films. Wir reden hier zum Beispiel über verzerrte Kulissen, wie eine überhöhte Drehtür, gerade in der Traumsequenz. Traumsequenzen sind auch ein Part des expressionistischen Stils und auch die Überblendungen im Traum, aber auch sonst.
spannendes Futter für die Augen. Dieser Film hatte aber nicht nur stilistisch was zu bieten, sondern eben auch in technischer Hinsicht, was technische Entwicklungen angeht. Wir sprechen hier von der entfesselten Kamera. Schon klar? Es ist nichts klar bei diesem Begriff einfach so hingeworfen. Das heißt, die Kamera war vorher immer auf einem Stativ, fix installiert, statisch. Man konnte vertikal und horizontal schwenken, ja, aber damit tat es sich's dann schon. Und natürlich konnte man auch aus fahrenden Autos und Zügen filmen, ja, aber da drin war die Kamera auch statisch. Entfesselte Kamera heißt, man hat die Kamera vom Stativ befreit. Entfesselt. Es gab Kamerafahrten und das wurde entwickelt in diesem Film. Ha! Schon die erste Szene wurde per Dolly gedreht. Nein, nicht das Schaf, sondern das ist ein Wagen, wo man eine Kamera drauf tut und mit dem man irgendwo hinfahren kann. Sehr gerne auch auf Schienen, aber das muss nicht sein. Damals der erste Dolly wurde aus einem Kinderwagen gebaut. Die haben einen Kinderwagen genommen und den so ein bisschen umgemodelt und da die Kamera drauf getan und auch Schienen gelegt. Tatsächlich Schienen, so wie Eisenbahn. Aber es gab da nicht nur den Dolly, nein, nein. Die entfesselte Kamera kann in verschiedenster Weise entfesselt werden. Karl Freund war der Kameramann da und hat das Ganze angeschoben, ne? Er hat sich zum Beispiel auch eine Kamera vor die Brust geschnallt und ist rumgetorkelt, um diesen Kater halb noch besoffen Gang von Emil Jannings darzustellen, die Perspektive einzunehmen. Cool. Oder man hat Kräne benutzt und Seilbahnen. Das gibt's heute oft bei Festivals, also heute vielleicht nicht, aber es gibt's eigentlich bei so Großanlässen oft. Das ist auch eine Form der entfesselten Kamera. Im Grunde kann man sagen, es gibt keinen Film heute, der nicht mit der entfesselten Kamera arbeitet. Das ist so normal. Deswegen braucht man diesen Begriff eigentlich nicht mehr. Es ist einfach so, dass die Kamera nicht mehr statisch sein muss. Sofern man einen Kameramann hat, der das tun kann. Oh, die erste Szene, die wir vorhin gesehen haben mit der Fahrt durch die Halle, das war nicht nur die erste Dolly-Fahrt, sondern, wenn man so möchte, die erste Plansequenz in der Filmgeschichte. Und was ist das jetzt schon wieder? Das ist eine sehr lange Einstellung ohne Schnitte und im Grunde mit einer abgeschlossenen Handlung. Da kann die Kamera statisch sein oder sich auch bewegen. Wofür macht man so lange Einstellungen? Das hat verschiedene Gründe. Das kann ganz verschieden wirken. Zum Beispiel kann man damit zeigen, hier geschieht sehr lange nichts. Oder man kann damit zeigen, hier geschieht die ganze Zeit irgendwas. Das hat dann mehr den komödiantischen Effekt. Und grundsätzlich kann man sagen, so eine Plansequenz gibt Raum für das Schauspiel und auch den Gefühlsaufbau. Jeder Film will ein Gefühl aufbauen. Jede Szene möchte ein Gefühl aufbauen. Und eine Plansequenz gibt einem dafür sehr viel Platz. Ist auch heute ein wichtiges Stilmittel. Inszenierungswerkzeug. Ja, ich höre mal auf mit Klugscheißen. Ah, nee, ein Detail gibt es noch. Ihr habt's vielleicht nicht so wirklich mitbekommen, weil es ja eine Zusammenfassung ist und da schneide ich vieles raus natürlich. Aber dieser Film kommt tatsächlich mit nur einer einzigen Texttafel aus. Sonst haben wir ja immer wieder Texttafeln in alten Filmen, in Stummfilmen. Aber in diesem Film gibt's nicht einen Dialog auf einer Texttafel. Nur dieses eine, hey, wir machen jetzt noch einen Epilog, weil wir halt noch ein Ende machen müssen. Das heißt nicht, dass das die einzige Schrift ist im ganzen Film. Oh nein, es gibt ja die Zeitungsausschnitte, der Brief mit der Versetzung oder der Kuchen, wo draufgeschrieben wird, dass es ein Hochzeitskuchen ist. Aber ja, Texttafel an sich gab es nur diese eine. Es braucht er aber auch nicht mehr. Unser Hauptdarsteller kann alles ausdrücken mit seinem Schauspiel. Falls ihr noch mehr Filmkunst sehen möchtet, wie wär's mit den Anfängen des deutschen Expressionismus? Da sprechen wir von dem Kabinett des Dr. Caligari. Den habe ich mir auch schon reingezogen, analysiert, eine Zusammenfassung erstellt, Details recherchiert. Den Clip dazu findet ihr in den Infos. Ganz im Sinne dieses Films wünsche ich euch, dass wenn ihr oben seid, ihr ein bisschen oben bleiben könnt und wenn ihr unten seid, bald wieder nach oben geschleudert werdet.
Und bis dahin verbleibe ich mit: Ich wünsche euch was und bye bye.